So, Sibyl hat sich am letzten Part ausgehend um unsere Züchter gekümmert. Jetzt können wir also weitermachen. Habe ich den Boxhand schon noch? Ja, habe ich. Na komm, knock ich auch aus. Du. Koffeinrausch. Ach so. Ach du schwappender Schweinetrog voll Rülpswasser, ist der schnell. Wie schafft er das bloß bei den kurzen Beinen? Wow. Mann, jetzt hab ich's versaut. Können wir den so eine Zwiebel am Kopf schmeißen? Hier. Ey, aufhören, Hirnfrosti. Das Zeug scheint bei Brillenträgern nicht zu Aha. wirken. Okay, dann ist es für jeden eine andere. Können wir den. Warte mal, guck mal hier. Schenke ich dir. Koffeinrausch. Ach so. Er sieht uns immer kommen. Mann, jetzt hab ich's was. Kann ich dem irgendwie. Nee. Ich wollte meine schenken und eine Bowlingkugel hier. Nein, danke. Nichts drin. Aber können wir vielleicht mal hier, Graffiti. Ich habe keine Lust, Farbe auf meinen guten Anzug zu kriegen. Hier. Nein. Ich hab ein Video. Ich habe ein Video von dem Typen, den du an die Wände malst. Schauen Sie sich's an. Ich hab's getan. Jetzt ist alles besser. Wobei, wir könnten ja wirklich mal dieses Video gucken, wenn ihr das alles schon raten. Ich meine, wir haben ja einen Videoplayer. Dann machen wir das doch nochmal. Oder machen wir das mal. So, Anruf beantworten. Nicht. Nein. Videorekorder. Okay, Max. Bist du bereit für diese Augentunnerei? Nein, stopp! Wir haben kein Popcorn. Ach, du ausgerenkter Alligatorkiefer in Aspik. Das war haarscharf. Schnell, es geht gleich los. Hallo, ich bin Brady Culture. Sicher erinnern Sie sich noch an mich, den Star des weltbekannten TV-Hits Cultures Clubhouse, der 1970 sechs Episoden lang lief. Was Sie gleich sehen werden, wird Ihr Leben ein für alle Mal verändern. Sehen Sie also aufmerksam zu. Hört mir zu, ihr schnöden Philister. Ihr liebt mich. Ihr betet mich an. Ihr wollt all eure Kinder nach mir benennen. Ich liebe dich. Ich bete dich an. Ich will all meine Kinder nach dir benennen. Sam, sieh doch. Optimaler Durchblick, von wegen. Das Video hat Jimmy Zweizahn hypnotisiert. Ach, so gefällt er mir viel besser. Wir müssen diesen Brady Culture finden und ihn unschädlich machen, bevor er jeden Käufer billiger Selbsthilfevideos hypnotisiert. Krieg ich seine Haare, wenn wir mit ihm fertig sind? Nur, wenn du sie an die Leine nimmst. Ja. Ich bin jetzt gerade ein bisschen mit meinem Headset hier zugegangen, mit dem Kabel. Ah! Jetzt verdreh dich nicht so doof. Nein. Haben wir das Video jetzt wieder? Ne, haben wir nicht. Diese Woche in Ach was, der lebt noch, beschäftigen wir uns mit den Stars der 70er-Jahre-Serie Die Limolauser. Passt ja. Ich liebe Shows, die lang gehegte Illusionen über unsere einstigen Idole zerstören. Oh ja. In der Glanzzeit der Limolauser war der kleine Brilli das Rollenmodell für obsessiv adrette Freaks rund um den Erdball. Zu Ehren des stets gepflegten Limolausers fanden zahllose konfettifreie Konfettiparaden statt. Hinter den Kulissen jedoch war nicht alles so picobello. Brillis Perfektionsfilm löste immer wieder massive Drehverzögerungen und Wutanfälle seiner Mitarbeiter aus. Das gipfelte in seiner Forderung nach über 11.000 Wiederholungen der Aufzeichnung des Satzes »Mann, jetzt hab ich's versaut«, was umso ärgerlicher war, da er dazu neigte, diesen Satz gleich zweimal hintereinander zu sprechen. Nach der Show sah man Brilli kaum noch in der Öffentlichkeit, bis auf einen unglücklichen Auftritt bei einem Mannschaftsschlammringkampf, bei dem er in rekordverdächtigen 3 Sekunden K.O. ging, weil er verzweifelt versuchte, mit einem Spüllappen den Ring sauber zu wischen. Das erboste seinen Teamkameraden und guten Freund, den Hund aus »Meine Mutter, der Hund«, dermaßen, dass er wortlos aus der Arena stürmte. Sie haben seitdem kein Wort mehr gewechselt. Als nächstes der Limolauser mit dem Kontinenzproblem. Ja, dann warte, wir müssen nicht weg, Junge, das ist wichtig. Sicher erinnern wir uns alle noch an Strulli, den rasend komischen Pinkelpausenlauser. In den 70ern trug fast jeder Sprössling der Nation sein Schwulbrot in einer Sandwichbox mit dem Spruch »Auszeit für Nummer 1« spazieren.
Im echten Leben jedoch war Strullis Reizblase weniger reizend. Die Drehbuchautoren lernten schnell, dass man Strulli nie das einzige Exemplar des Skripts geben durfte. Das ging so weit, dass man Drehbücher, die überarbeitet werden mussten, am Set als verstrullt bezeichnete. Dieser Strulli, der kleine Schambolzen hat mich damals total aus den Latschen gehauen. Aber du hast doch gar keine Latschen an. Na, jetzt weißt du ja warum. Noch 10 Jahre nach Einstellung des Formats kämpfte Strulli verzweifelt gegen seine Designer-Mineralwassersucht. Ein Kampf, den er letztendlich verlor. Das Drama erreichte seinen traurigen Höhepunkt bei einem Gala-Dinner in einem noblen New Yorker Restaurant. Offensichtlich abgefüllt bis oben hin, ging Strulli etwas daneben. Und zwar auf den Fußboden, die Tischdecken, ironischerweise sogar auf die 1,20 Meter große Eisen. Als nächstes der Limolauser, der für einen überdimensional großen Teil seiner Anatomie bekannt war. Da hat sich ja ein bisschen was verzogen, ne? Das war ja mal nicht schön. Zuschauer rund um den Erdball erlagen dem Charme von Glubschis wunderhübschen, großen Augen. Aber am Set war Glubschi weit weniger gern gesehen. Während seine hohe Stimme beim Publikum bestens ankam, trieb sie, Berichten zufolge, einige seiner Mitarbeiter in den Alkoholismus. Irgendwann ging der Regisseur dazu über, Glubschi seine Dialoge nicht mehr sprechen zu lassen, sondern kratzte stattdessen mit den Fingernägeln über eine Schiefertafel. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Jo. Selbst nach Absetzen der Show wärmte Glubschis berühmter Satz, ich sehe alles, die Herzen aller, die ihn hörten. Mit Ausnahme der Schülerinnen des Mädchenpensionats, unsere liebe Frau vom Butterbrot allerdings. Glubschis Anstellung als Turnlehrer in dem renommierten katholischen Institut kam zu einem abrupten Ende, als der Spruch in der Umkleidekabine wörtlich verstanden wurde. Und als nächstes der Kinderstar, der nie einer war. Aha, so. Vermutlich erinnert sich kaum noch jemand an die Show, die von den Limo-Lausern verdrängt wurde. Cultures Clubhouse, als Fernsehen für anspruchsvolle 6- bis 8-Jährige hochgelobt, hatte gegen die wesentlich erfolgreicheren Limo-Lauser keine Chance und wurde rasch eingestellt. Der kleine Star des Formats, Brady Culture, hatte es nach Einstellen der Show sehr schwer, Arbeit und Anerkennung zu finden. Da er nie mehr eine Rolle bekam, suchte er sein Heil in diversen Religionen und anderen Glaubenssystemen. Buddhismus, Judaismus, Pointillismus, Scientology, Nerfatologie, Prismatologie und sogar Stinkmatologie. Aber was ist inzwischen aus Brady Culture geworden? Niemand weiß es. Brady Culture gerät mit Hilfe seiner früheren Rivalen wieder ins Rampenlicht? Das könnte man durchaus rätselhaft nennen, Sam. Da könntest du durchaus recht haben. Als nächstes wiederholen wir, was Sie soeben hören. Ja, Gott. Ja, sorry Leute, ich hab grad so einen kleinen Hustenanfall. Bin käsemäßig bedient, danke. Wem sagst du das? Wenn ich einmal anfange, dann heizt sich das immer mehr auf. Nee, sorry, das hat gerade keinen Sinn mehr. Ich komme gerade nicht mehr. Ich muss gerade die ganze Zeit husten. Ich kann auch nicht mehr richtig reden. Das geht gerade nicht mehr. Ich werde jetzt den Part. Wir haben ja letzten Part waren ja ein bisschen länger. Diese Part ist dann jetzt dafür ein bisschen kürzer. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Wir haben ja einiges erfahren über Brady Culture und die Helmholauser. Ja. Und jetzt im nächsten Part weiter, wenn ich mich wieder ein bisschen beruhigt habe mit dem Husten. Weil wenn ich gleich ganz gesund bin, dann geht's ja weiter. Wir müssen den Typen ausschalten, wo gerade geht's. Dann mache ich vielleicht noch mal kurz weiter. Koffeinrausch. Er sieht uns immer kommen. Mann, jetzt habe ich's versaut. Wir haben noch eine Spraydose. Können wir dem irgendwie helfen? Ich habe keine Lust, Farbe auf meinen guten Anzug zu kriegen. Sorry. Sorry, Leute.
Oh, lustig. Ja, lustig. Oh! Auszeit für Nummer 1! Ist nicht. Damit ich mir Boscos Donnerwetter anhören darf? Wohl kaum. Scheiße, ich hab mein Mikrofon, glaube ich, ausgestellt gehabt gerade. Sorry. Puh, das Sicherheitssystem da drin ist ja heftig. Allerdings. Bin froh, dass ich keine Taschen habe. Oh ja. Bosco hat eine Menge interessanter, wenn auch fragwürdiger Dinge hier. Ich glaube, das ist der einzige Laden in der ganzen Stadt, wo es diese Albino-Affen-Cracker gibt, nach denen ich seit Borneo süchtig bin. Der ist süchtig. Riechst du das auch? Riecht wie die Füße von 500 Verdammten. Da liegt eine undichte Flasche Sprühfleisch in einem der Regale. Aha, ich wusste doch, dass ich den Geruch kenne. Können wir den nehmen? Pass auf, dass du nichts anzündest, während wir hier sind. Gott, ey. Kann ich nicht versprechen. Dann will ich dich mal nicht weiter beim Einkauf stören. Oder was du sonst so getrieben hast. Manchmal fragt man besser nicht. Reden wir nochmal mit Bosco. Vielleicht hat er ja noch irgendwie was anzubieten hier. Hey, Bosco. Was kann ich für euch tun? Netter Laden, ehrlich. Was ist denn daran so nett? Wie bist du eigentlich aus dem Käfig gekommen? Das weiß nur ich und ihr werdet es nie erfahren. Aha. Boscos Null Service Stop. Netter Name. Ist doch wenigstens mal ehrlich. Full Service kann ja jeder behaupten. Danke. Man tut, was man kann. Ja, richtig so. Wie bist du... Achso, das war gut. Was soll der Hochsicherheitsgefängniskram? Wenn man euch so oft ausgeraubt hätte wie mich, würdet ihr es genauso machen. Ich bin eigentlich noch nie ausgeraubt worden. Aber normalerweise stecke ich auch jedem, der mir zu nahe kommt, eine große Feuerwaffe entgegen. Du machst mich fertig, Kleiner. Wovon sprachen wir gerade? Wir wollen was kaufen. An was hattet ihr denn gedacht? Wir nehmen diesen Käse, der hier seit Ewigkeiten offen rumliegt und von jedem angetatscht wird. Den musst du mir schon herbringen. Von hier hinten aus kann ich ihn nicht einscannen. Muss man denn hier alles selber machen? Hast du vielleicht Wiesel am Stiel? Nein! Okay. Danke. Okay. Wir reden schon, Mann. Haltet diesen Wahnsinnigen auf, bevor er uns... Ja, ist gut, Junge. An runtergesetztem Käse ist ja so... So, haben wir den genommen. Whee! Gib mir mal Bosco. Okay, Mann. Wir wollen diesen Käse. Okay, Käse, Standard, Personenüberprüfung. Ich brauche mindestens 6 verschiedene Ausweispapiere, gültige staatliche Käselizenz, Organspendeausweis, notarielle Beglaubigung, sowie eure Schulzeugnisse von der 6. bis zur 12. Klasse. Warum? Das kommt aber jetzt ungelegen. Schon gut, Sam. Ich werde tapfer sein. Da müssen wir uns halt weiter käselos durchs Leben schlagen. Jetzt heule ich auch gleich los. Das ist immer nicht nett. Jetzt, wir brauchen den Käse, glaube ich. Komm hierher. Hier. Nein. Hey, Stulli. Bisschen Käse gefällig? Nein, danke. Ich will bloß meine Videos ausliefern. Machst du doch schon die ganze Zeit. Die Kiste, in der Boscos Albträume geliefert wurden. Hey, das ist meine Kiste. Oh, mea culpa. Ich verwechsel ständig andere Leute Videokisten mit meinem Einkaufswagen. Das stimmt. Da kommt mir eine Idee. Oh, lustig. Schicken jetzt Sam aufs Toilette. Dann muss der da rein und legen wir den was ins... Auszeit für Sorry. Nummer 1! Muss in die Kiste rein. Oder eine Bowlingkugel. Wenn du jemanden wirklich liebst, schenk ihm Käse. Oh, ich kann's kaum erwarten, sein Gesicht zu sehen. Ja, ich... I understand.
Knockout. Auszeit für Nummer 1. Na? Wir sind gerettet. Ich find's viel unterhaltsamer, wenn's nicht mir passiert. Ich find's in jedem Fall unterhaltsam. Oh, er hat sich in die Hosen gemacht. Typisch, wirklich typisch. Obwohl, halt, mein schurkischer Plan ist in Gefahr. Wer wagt es, sich mir zu widersetzen? Ich. Hey, das war gar nicht übel. Besser, besser. Hey, wollt ihr den einfach hier lassen? Ja. Übernimm die Kontrolle über deinen Geist. Und? Wirkt's? Ich weiß nicht. Besiege den Eindringling in deinen Träumen. Jetzt hör auf mit dem Quatsch, Riesenbaby. Was ist los? Wo ist das Klo? Er ist aufgewacht. Schnell, gacker wie ein Huhn. Nein. Sag uns, wo wir Brady Cultures Heim für ehemalige Kinderstars finden. Wir müssen den Schuft davon abhalten, noch mehr Leute zu hypnotisieren. Das Heim? Es ist Haus Nummer 227 in der... Dings da. Brilli weiß sicher die Straße. Der ist unser Navigator. Kannst du uns hinbringen? Um Himmels Willen, nein. Ich brauche eine kleine Auszeit für Nummer 1. Ja, ist gut. Das hilft uns echt weiter. Okay, wir haben jetzt den auch ausgeschaltet. Kriegen wir den Käse jetzt umsonst, deine Typen aus? Der Käse ist weg. Hey, Moskau. Was braucht ihr? Ja, genau. Naja, immerhin haben wir diese ganzen Terroristenumtriebe abgestellt und... Wie wär's mit ein paar Sächelchen gratis? Habt ihr das deshalb gemacht? Um was gratis zu kriegen? War das etwa alles geplant? Nein. Ja, genau. Ein labyrinthischer Plan, in dem wir einen ehemaligen Kinderstar bestochen haben, deinen Laden mit Videos vollzumüllen, um ihn mit deinem eigenen Sicherheitssystem rauszuwerfen und unverdient Belohnung zu kassieren. Ihr gebt es also zu. Grundgütiger, wir sind durchschaut. Ja, gut. Bis später, Bosco. Vergesst nicht, dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Welches Gespräch? Na, das von eben gerade. Nein, verstehst du? Er hat so getan, als habe er unser Gespräch bereits vergessen. Welches Gespräch? Oh Mann. Umbringen. Aber dann wird uns ja das Sicherheitssystem wieder auf die Kamera gucken. Wenn so ein ganzes Rudel Überwachungskameras einen anstarrt, fühlt man sich doch gleich wie zu Hause. Ich hab's gern. Schließlich bin ich ungewöhnlich fotogen. Ja, ich hab das nicht gern. Ich bin nämlich nicht fotogen. Ausgang. Ja, wie kriegen wir denn jetzt... Was? So. Lieferwagen. Na gut, wie schalten wir denn den Typen jetzt aus? Brilli. Hey, Brilli. Im Ernst, du bist verhaftet. Mach keine Schwierigkeiten, dann wird doch niemand verletzt. Ach, mir wird... Muss. Entschuldige uns jetzt, wir haben Wichtiges zu erledigen. Wie kriegen wir denn haben jetzt klein? Wir das nicht alle? Ich habe keine Lust... Ja, gut. Ja, schenke ich dir. Koffeinrausch. Er sieht uns immer kommen. Mann, jetzt hab ich's versaut. Was machen wir denn? Ich glaube, Weiß steht dir nicht, Kleiner. Trau dich ja nicht. Doch. Ich glaube, Weiß... Trau dich... Ja. Das braucht keine zweite Schicht. Ja, aber ernsthaft, was machen wir denn jetzt... Nein, danke. Nix drin. Ist nicht. Ich möchte lieber was anderes hauen. Koffeinrausch. Er sieht uns immer kommen. Mann, jetzt hab ich's versaut. Ja, doch. Ich wüsste es auch nicht, Knarre. Koffeinrausch. Er sieht uns immer kommen. Kann doch keine Löcher reinmachen. Mann, jetzt hab ich's versaut. Ja,
Grasgranate. Ja, ich weiß es jetzt nicht, aber der Part ist auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sorry wegen dem Husten und so, das ist gerade irgendwie. Ich nehme jetzt auch nicht weiter auf, das reicht erstmal für heute. Ich habe jetzt 5 Parts aufgenommen, die alle Überlänge haben. Oder fast alle. Mein Gott, da muss ich mal wieder auf meine Uhr gucken hier. Egal, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sam und Max, vielleicht auch bei Technomage, da muss ich auch noch ein paar aufnehmen, das mache ich später nochmal. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und so, ja. Habe ich halt oft genug gesagt. Ich glaube schon. Tschüss.